Wir in Russland sagen, das Fell des Bären darf man erst heilen, wenn er erlegt ist. Die Katze nicht in den Sack stecken, bevor man die Katze nicht hat. Ja, so ähnlich. Und wer anderen eine Grube gräbt. Der hat ein Bratwurst-Bratgerät. Die Frage wäre eher, ob wir Hand and Brain machen oder abwechselnd ziehen, aber bei 3 plus 0 gegen 2 und 37 direkt, ich würde sagen, wir ziehen einfach abwechselnd. Alter Spezi-Kiviti02 ist bei mir in meinen Streams auch häufig dabei. Aber auch schon Okay. zwischen Arbeit in einem Eröffnungsrepertoire mir gegen ihn erarbeitet. Okay, mit Efi geht das aber nicht los, aber Ach so, du kennst ihn schon in- und auswendig, willst du sagen, ja? ja, ich habe schon häufig gegen ihn gespielt, ja. Wir können aber erstmal, also machen wir jetzt abwechselnd Ja, oder? genau. Okay, machen wir abwechselnd. Wird schon schief gehen. Wird schon passen. So. Bisschen kenne ich mich aus in meinem früheren Leben, als ich jung und dynamisch war. Schon lange her habe ich auch mal erstens E4 gespielt und dann auch den Yes! offenen Da ist Sizilianer. das Matt. Da ist das mal. Cool the Real. Vielen Dank für deinen Support. Zu Cool dieser the Real Stellung. sollte ja auch bekannt vorkommen. Läufer B4, okay. Zu dieser Stellung kannst du nachher Arne schon mal befragen. Er hat hier fast im Alleingang die Theorie seinerzeit mit Schwarz geprägt. Mit Springer E5 hat er immer gespielt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber ich schätze mal, Dame. Nee, Dame G3 geht nicht. Ne? Dann am Ende verlieren wir den E4 oder gibt es da so Läufer B6-Tricks? Sich mal überlegen. Was spielt man denn hier? Ja, ich bin auch schon so gut wie raus. Ich dachte, Springer Springer schlägt C6 A4. wäre richtig, aber vielleicht auch nicht. Oh, das passt. Vielleicht Springer A4 und dann nach B6 rein. Das sieht ganz gut aus. Läufer B6 ist auch eine giftige Drohung mit DD Turm D8. Aber natürlich kann Schwarz dagegen was unternehmen. Herr Niklas, ich glaube, ich muss dich sowieso erstmal beglückwünschen, oder? Also herzlichen Glückwunsch zu deinen 70.000 Abonnenten und inzwischen ist es ja auch schon viel, viel mehr. Also das hast du echt super stark gemacht und bist ja auch mega lange schon dabei. Und Vielen auch einer Dank. der Gründe, dass ich überhaupt erst angefangen habe. Also im Namen von allen Zuschauern, vielen Dank für deine Arbeit über all die Jahre. Ganz, ganz feines Tennis. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ja, mach erst mal einen Zug. Visier. Ja, man darf sich nicht zu sehr verquatschen, ne? Ja. Nee, es ist witzig, weil ich hatte. Aber mach du erst mal einen Zug und dann erzähle ich das. Petra Södbär, vielen Dank. Vielen Dank. Überwild hat sich gerade eine Tasse über Chessens gekauft. Eine Chessens-Tasse gekauft. Petra, freut mich. Ja, eher. Ich analysiere noch die Stellung. Wir spielen ohne Zeitaufschlag. Ich werde schon ein bisschen nervös hier. Ja, also man hätte auch sowas wie E5 machen können. Vielleicht hatte ich gedacht. Ja, D5 dachte ich dann. Ja, das stimmt schon. Vielleicht macht das auch gar nicht so viel. Ich dachte, G4 wäre in deinem Stil. Ja, G4, absolut. Absolut. G5, Läufer G4 und dann berechne du mal. Aber ich musste jetzt erstmal hier Läufer G4 aus der Stellung nehmen. Ich dachte, das ging. Also G5, Läufer G4, Dame Ah. G3. Ja, guck. Ich bin schon so nervös gewesen. Hauptsache Ach, schnell Quatsch. irgendeinen Zug gespielt. Deswegen habe ich ja so lange nachgedacht, um Ach all so. das. Alles Ich habe berechnet, ja. lass uns da mal schlagen vielleicht und Und dann dann Gas mal den geben. Läufer ins Spiel bringen. Läufer C4 auf die Diagonale. Ich dachte eher so G5, vielleicht Läufer A3, aber du hast wahrscheinlich recht, ja. Ich finde, der Läufer ist hier besonders saftig gegen den Punkt auf 7. Das kann auch was Feines werden. Turm D7 geht leider nicht, aber wir machen weiter. Ja, G5, G6. Hier die Stellung öffnen. Komm, wir schlagen mit dem F-Pawn einfach in Ich auch Style. sagen. Ja. Der Läufer ist eine Granate auf B3, hier gegen den F7. Und das schockt uns auch nicht. Einfach A4, da passiert nichts. Bist sehr optimistisch. Ich glaube, die Stellung ist gar nicht so klar nach C5, Ja, aber C5 wäre ich vertraue jetzt. einfach auf dich. Ja, Deswegen ist. C5 hatte ich nicht gesehen, aber dann machen wir ihn kalt mit G6. Ach ne, wir schaffen es wahrscheinlich nicht so schnell. Ja, Oh, C5 ist vielleicht, warte stark. mal. Doch. C4, C5, G6, nimmt, nimmt. Ja, er muss nicht C4, schlagen. Turm G7. Er muss nicht schlagen. Ja, gut, ja. Kommt für die Fans, Ja, oder? du mach du, wie du meinst. Nach C4 ist, glaube ich, okay, aber jetzt? Jetzt geht's ab. Für die Dame F6 Fans. kommt auch und Turm G7 eben auch. Ah, jetzt ist, glaube ich, platt. Jetzt ist der Angriff zu stark. Der So. Bluff hat funktioniert. Direkt einen für die Galerie rausgehauen. Ja, okay, feiern wir mal nicht, ne? Wie sagt man so schön? Den Tag Das Fell. nicht feiern, bevor der Abend da ist oder sowas. Ja, wir in Russland sagen, das Fell des Bären darf man erst heilen, wenn er erlegt ist. Die Katze nicht in den Sack stecken, bevor man die Katze nicht hat. Ja, so ähnlich. Und wer anderen eine Grube gräbt. Der hat ein Bratwurst-Bratgerät. So ähnlich. Ja, aber Kiviti hat jetzt auch hier
glaube ich, erkannt, dass ganz schön was am Brennen ist in seiner Stellung. Ja, das ist häufig so, dass man dann anfängt nachzudenken, wenn es ein bisschen zu spät ist. Das ist die Kunst, Gut. rechtzeitig zu denken. Jetzt kann ich ja sagen, was ich sagen wollte. Ich schreibe mir jedes Jahr. Ach so, Moment, vielleicht ist noch nicht vorbei. Aber Wer jetzt. ist dran? Ich bin dran, ne? Nee, ja, bin ich nicht dran? Ah nee, du bist dran, du bist dran. Ja, mach du Okay, mal. dann ist doch Dame F6. Mickey Moment, nein, Maus. nein, Was? nein, nein, nein. Dann kommt Turm Ah, D1 dann und Dame tauscht D8. er, tauscht er, tauscht er. Tauscht und sagt Ja, Schach auf D8, ne? das wäre jetzt. Das Das wäre wäre fatal. fatal gewesen. So, aber jetzt. Ah nee, Dame F6 immer noch nicht. Der Turm hängt. Erstmal schlagen. Erstmal schlagen. Ah ja, danke für den Tipp. Und jetzt Dame F6, ne? Das sieht gut aus. Das Jetzt sieht gut irgendwie aus. anders. Nee, das müsste passen. König E8, aber das wird auch matt werden. Das sollte er nicht überleben. Aber wie machen wir es nach König E8? Ich bin noch auf der Suche nach Also dem. E8 und Dame schlägt F7, das wird schon reichen. Also. Aber dieses wird schon reichen, das ist mir irgendwie, das reicht mir irgendwie nicht. Ich bin dran, ne? Ich muss langsam mal. Ach so, du bist dran. Ist das. Ja, komm, da kommt gleich ein Turm nach G6, das ist die dritte Ja, Schwerfigur. aber jetzt stellt er noch einen dazwischen. Na gut. Müssen wir das ganz prosaisch spielen hier. Komm, hau raus die Züge. Oh, wir haben auch keine Zeit. Er aber auch nicht. Aber die Dame wolltest du nicht gewinnen. Konnte ich? Ja, aber gut. Sei es Sehen. drum. Wir ziehen ihn auf Zeit. Oh, jetzt du, die Dame, nimm die Dame, du bist dran. Ich habe die Züge mal ausgeführt, weil ich hatte keine Lust, die Partie jetzt noch zu verlieren. Sehr gut. Okay, wow, das war ja Hast doch du noch was? spannender als erwartet. Wir gehen mal noch ganz kurz in die Analyse rein, einfach der Neugier halber will ich mal kurz drauf schauen hier. Joa. Nee, G6, Moment, G6, Tatsache, G6 ist der Gewinnzug. Ja, freilich. Ja, freilich. Ja, Was denn freilich. sonst? Aber was wäre nach C4 gekommen? G steht H7, König Geschickt H8 hat. und auch die Bombe auf G7. Auch die Bombe. Ah. Was geht denn Dame jetzt ab? F6. Jetzt droht doch hier auch. Und dann nach C schlägt B3. Einfach mal ganz cool C3. Einfach Ja, den mal habe ich auch gesehen, natürlich. ganz entspannt. Und Dame F6 ist eine ziemlich starke Drohung. Und da kann Schwarz nichts machen. Und auch Turm DG1, glaube ich, nebst Turm G8 und dann Dame H6 später. Ja, das Matt auf der H-Linie. Und hier. Warum haben wir uns das eigentlich so schwer gemacht? Oh je, Matt in. Ach du je. Ich hab's vergeigt, ne? Turm Ach, Turm D1 D1. Schach, kann man sehen. Kann man sehen. Streamer-Nachteil. Hier haben wir ihn schon wieder rausgelassen, aber okay, Turm Wo G6. meintest du, konnte ich? Ah, okay. Ja. Ja, Ja. aber auch diese Stellung ist ziemlich haushoch gewonnen. Na gut, guter Einstieg, würde ich sagen. Guter Einstieg. Passt. Danke an Kiviti02 für die Partie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.